Ja, der Karpfensport heiß umkämpft gerade wieder und heiß diskutiert. Lübt das jetzt hier mit der weißen Schokolade? Oder was ist denn jetzt hier der Kicker? Was bringt denn die Geister, die besonderen, die dicken, fetten Brocken? Zack, und da geht schon direkt die nächste rein. Also, es wurde in den letzten Tagen sehr viel probiert. Creme Brûlée, weiße Schokolade funktioniert bei einigen, bei anderen überhaupt nicht. Ein ganz wildes Ding. Vor 3 Tagen hatte ich auch mit Creme Brûlée, weiße Schokolade probiert. Hatte, naja, ich sag mal so ein semi-gutes Ergebnis. Und gestern ging es dann auch schon wieder heiß her und dann hieß es, ja, probier mal mit Vanille oder probier mal hier. Und ich hatte nur mit Sahne auch probiert und so weiter und so weiter. Also es ist gerade, naja, vielleicht nicht so ganz eindeutig, was richtig gut funktioniert. Aber ja, es funktioniert mit einer passenden Futtermische. Und ja, vielleicht ein bisschen anders, als es gerade so auch ganz viel in Rekorden ist. Die dicksten Brocken gehen mit Sicherheit auch auf Creme Brûlée und weiße Schokolade rein. Man braucht allerdings richtig viel Geduld, ne? Gerade wenn man dann mit so einem 25er Boilie da unterwegs ist, muss man schon eine ganze Zeit stehen, sitzen, warten und hoffen, dass da was geht. Ich habe jetzt hier 3 unterschiedliche, na und schau mal hier, da geht einer rein, der hat sogar ein bisschen Bock. 3 unterschiedliche Kombinationen und auch 3, beziehungsweise 2 unterschiedliche Montagearten jetzt hier gerade dran. Und da gehen wir natürlich gleich im Detail drauf ein. Dann habe ich da eine Futtermische, die ist pauschal natürlich für alle gleich. Die hatte der Devilus mir gestern noch geschickt, der hat die ja gestern auch ganz gut noch rausgezogen. Und auch die eine Kombi hier gesagt mit Vanille. Wie gesagt, da gehen wir jetzt gleich im Detail drauf ein. Ich ziehe mal eben raus hier. Und dann schauen wir uns die Setups ein. Ich meine, der Spot sollte bekannt sein. Einer der ultimativsten Spots hier am Bernsteinsee. 83, 145 oder 84, 145. Ne? Also diese Stelle hier direkt gegenüber vom 1er Anleger, vom 1er Angelspot. Gucken wir mal, was hier noch so reingeht jetzt erstmal. Ein bisschen Geduld haben, nicht so viel stressen die Brocken. Auch so ein Ding, ich hatte das gestern, da gab es auch so ein bisschen Diskussion rum und so. Nicht so hart einfach reingehen. Einfach den Fisch auch mal ein bisschen ziehen lassen, wenn er will. Dass man nicht so eine hohe Chance hat oder eine etwas geringere Chance hat, dass der ausschlitzt. Ich hatte gestern auch mal wieder einen Ausschlitzer, hab's dann aber auch tatsächlich übertrieben. Heißt also, der Fisch hatte noch Bock. Man hat immer gesehen, dass er eben zieht und abhauen will. Und wenn man dann einfach die Bremse immer höher und immer höher und immer höher zieht, ja, dann ist das halt irgendwann schwierig. Und dann haut er auch einmal auch irgendwie ab, ne? Guck mal, jetzt zum Beispiel haut er einfach ab. Wenn er gehen will, dann lassen wir ihn noch ein bisschen gehen. Und dann zieht er nochmal ab. Jo. Dann hat er da halt Bock. Dann lassen wir das auch so und dann ziehen wir ihn einfach ein bisschen später rein. Oder halt raus. Und gut ist. Einfach nichts überstürzen. Gerade halt, wenn die Brocken immer größer werden. Klar denkt man dann die ganze Zeit, oh mein Gott, er schlitzt gleich aus. Naja, es passiert halt auch einfach. Ne? Also auch da ist es so, wenn es passiert, dann passiert es einfach. Kannst du nichts gegen machen. Immer halt gucken, dass man auch schön in diesen Blank reingeht. Ne? Nicht so dahin gucken, wo ist er denn? Und dann die Route quasi direkt drauf zeigen lassen, sondern einfach schön in den Blank rein. Nach oben ziehen ist eigentlich immer auch eine ganz gute Sache. Hatte ich mir ein bisschen abgeguckt von dem Joe von RF4. Der hat da ein paar Mal auch so, da waren mal so englische Streams und so, wo er so ein paar Fragen beantwortet hat. Und dann stand er da und hat dann geangelt. Und dann zieht er einfach die ganze Zeit so nach oben. Und dann denke ich mir, na ju, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Zack. So, das war hier die 2. Ich nehme mal mittlerweile die Futtermische hier runter. Auf 33 Meter jetzt gerade. Hör mal, das wird aber jetzt hier gerade wild, ey. Das wird aber hier gerade wild.
Komm raus hier, ihr Brocken. Aber noch gar nicht so große. Das ist gut hier. Irgendwas Kleines. Oh, das ist aber sehr klein. Ist das ein Giebel oder was? So, ziehen wir mal eben raus. Auch hier Futtermische schon mal runter. 33 Meter, oder ich glaube, das waren hier 35. Und da war auch noch was dran. Komm ran hier. Zack, auch nicht so riesig. Okay, also das geht ja natürlich schnell rausgezogen. Was ich gestern noch gemacht habe, auch mit Creme Brûlée und weißer Schokolade, war einfach nur kleinere Bowlies mal verwendet. So diese 18er oder kleiner. Auch das ist natürlich schon für die Frequenz deutlich angenehmer. Das heißt, man steht dann hier, gerade wenn man auch ein kleineres Setup hat, steht man hier deutlich entspannter rum. Und dann geht da einfach auch ein bisschen mehr Frequenz. Und ja, dann lübt das auch ein bisschen. Wir gucken jetzt mal eben, den lassen wir jetzt dann mal eben sausen. Also, erstes Setup ist hier auch mit weißer Schokolade 18 und dann aber explosive Vanille, Alten. Explosive. Bam. Was auch immer da explodiert. Aber das Ding kickt halt gut rein, ne? Wahrscheinlich einfach nochmal deutlich intensiver. Wie auch immer. Aber die explosive Vanille, die nutzen wir. Und das Ding ballert tatsächlich sehr, sehr schnell. Also man wirft aus und bam, es liefert auch richtig schnell. Direkt Erfolg. Und das ist halt die erste Kombi. Auch hier dann natürlich mit weißer Schokolade. Es gibt ja leider keinen Vanilledip. Vielleicht kommt ja sowas mal irgendwann rein. Wäre ja vielleicht nicht so schlecht. Einfach so ein Vanilledip. Also das Ding. Ich hatte es auch mal probiert mit diesem Milchcreme-Dip. Auch das vielleicht durchaus eine Möglichkeit, so als Variation. Aber so ist hier die Kombi. Und dazu dann hier die Futtermische mit Mais als Basis, mit weißer Schokolade geschreddert. 14er mit Vanille explosiv, auch gemahlen, geschreddert. Und dann nochmal Mais, Vanille Feed Pellets und weiße Schokolade. Also viel Vanille mit weißer Schokolade. Mmh, richtig schön cremig. Und so mock wieder. So soll das sein. Und das Ding ab ins PVA und raus damit. Aber auch hier jetzt runter. Ich glaube, ich habe genug draußen. Und dann tatsächlich hier so eher auf 33. Ich hatte das auch nochmal getestet. Ja, also man kann ruhig ein bisschen kürzer werfen. Hoppala. Und da geht das ab. So, zweites Setup ist Pop-Up-Rig. Pop-Up-Rig mit Sahneweiß und mit Pop-Up 18er weißer Schokolade. PVA alles sonst gleich gewesen, ne? Aber das ist hier das zweite. Liefert auch. Ist auch gerade ein Lümmel dran. Und das dritte, das haben wir hier. Das ist dann, das habe ich jetzt gerade das erste Mal im Test. Auch nochmal mit Sahne und weißer Schokolade. Und das ist jetzt Sahne Soluble. Also auflösende Sahne-Boilies, die dann auch nochmal schön Aroma abgeben. Mit weißer Schokolade. Gucken wir hier gerade nochmal eben rein. Zack, da ist es. 16er, 14er. Also auch das eine kleine Kombi, dementsprechend sind natürlich auch die Brocken eher ein bisschen kleiner. Aber wir haben vielleicht ein bisschen mehr Frequenz. Und das ist auch eigentlich das, was ich irgendwie eher mag beim Karpfenangeln. Ich bin gar nicht so der riesen Karpfenangler. Aber wenn Karpfen, dann hätte ich auch gerne so ein bisschen Frequenz, dass da was läuft, dass man ein bisschen Action hat hier bei den Plumpsangeln. Und nicht 3 Stunden lang da irgendwie rumhockt und auf den einen großen Brocken wartet. Ist zwar auch manchmal ganz gut, also ich nutze ich auch manchmal so fürs AFK-Angeln sozusagen, wenn ich dann da stehe, Ruten sind ausgeworfen, dann schneide ich nebenbei ein Video, jetzt vielleicht für dieses Video dann gleich im Anschluss, warte nochmal eben die Entfernung hier, doch 33, im Anschluss werde ich dann vielleicht auch gleich nochmal die Bowlies ein bisschen größer machen und dann schneide ich hier gleich schön das Video und dann nebenbei können die dicken Brocken dann da reingehen. Und dann kann man da einfach so in den Drill gehen. Dann lübt das. Aber so fürs aktive Angeln sozusagen, habe ich doch lieber, wenn da ein bisschen mehr reingeht. Wobei wir die hier eigentlich nicht wollen. Ne? Die schäbigen Schubbis. Wenn die richtigen. So, und dann wieder raus. Mit dem Setup, mit dem Boilie-Setup kann man das natürlich dann auch ganz gut machen, wenn man hier mit einem feineren, kleineren Set unterwegs ist. Das heißt, wenn man hier mit deutlich weniger Tragfähigkeit unterwegs ist, vielleicht um die 15 Kilo auch am Bremskraft nur hat,
dann lübt das hier natürlich auch ganz gut. Dann reicht das auch natürlich hier an Größen, an Fischgrößen. Da braucht man dann auch nicht so die riesig großen Brocken, die dann übelst den Verschleiß machen, sondern einfach nur hier hinstellen, entspannt Karpfen angeln und die Brocken auch rausziehen können mit dem kleineren Setup. Das heißt, das macht das Ganze natürlich hier angenehmer. Und dann hat man auch nicht so viel Verschleiß. So, komm ran hier, schön keschern. Zack, für weniger Verschleiß. Und wieder raus. Jo, aber lübt, ich bin ganz zufrieden. Das ist jetzt hier, wie gesagt, eine Kombi. Also, beziehungsweise drei verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Alles immer basierend auf der weißen Schokolade. Es wurden auch schon richtig dicke, fette, große Brocken auch in dieser Vanille-Kombination gefangen. Man kann ja auch die Vanille nehmen mit 25er weißer Schokolade. Man nimmt dann vielleicht einen 1-0er Haken noch da drauf oder sowas. Also ruhig gezielt auf die großen Brocken gehen und dann versuchen, da dann auch die richtig großen Brocken mit zu überlisten. Aber ich würde sagen, Frequenz ist top. Hier zuppelt es auch schon direkt wieder los. Ja, kann man machen. Ich glaube, ich werde das demnächst auch nochmal wieder am Anleger testen, so auf 15 Meter. Ne, wie das dann da läuft. Oder einfach nochmal ganz kleinere Boilies nehmen, nochmal kleinere Vanille, Vanille-weiße Schokolade, einfach nur auf hohe Frequenz. Und wenn dann da zwischendurch ein paar reingehen, so bis 10 Kilo, das reicht ja eigentlich schon, dann hat man da zum einen, wie gesagt, eine gute Frequenz und zum anderen, ja, man macht eben auch Skillpunkte, also alles gut für den Start. Und ja, wie gesagt, wenn man dann irgendwann größeres Setup hat, dann einfach auch die größeren Boilies wählen und auf die dicken Brocken hoffen. Was haben wir jetzt hier von der Zeit her? Gerade mal eben schauen. 11 Minuten, hier ist der 11., nee, der 10. Fisch. Also Frequenz her, von der Frequenz her passt es, wenn man da ungefähr in dem Bereich ist, pro Minute ein Fisch, ist alles richtig. Dann ist das schon eine wirklich gute Frequenz. Wenn man die Hälfte ungefähr hat, dann ist es immer noch okay. Aber wenn man so in dem Bereich ist, dann läuft das richtig gut. Jo. Und es zuppelt schön munter weiter da vorne. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, der Spot ist bekannt. Es gibt auch schon ausreichend Informationen dazu im Discord. Link zum Discord einfach ja, unter dem Video mal nachschauen. Da dann draufklicken, euch anmelden. Jede Menge aktive Angler im Feierabend-Discord. Jede Menge Austausch auch mit verschiedenen oder internationalen Anglern auch tatsächlich schon. Also von daher einfach mal reingucken. Da gibt es viele aktive Spots und natürlich auch viele Informationen zum Game. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Ich ziehe jetzt hier noch weiter raus. Ich sag mal so, in dem Stil und in den Größen kommt man, würde ich sagen, mit einer Stunde ungefähr auf 300 Silber. Das sollte durchaus drin sein. Je nachdem, wenn dann natürlich noch ein, zwei Geister oder einfach ein paar besondere Karpfen noch mit reingehen, dann ist es natürlich auch noch ein bisschen mehr Silber. Also, ab ans Wasser, zieht raus die Brocken. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri!